Hallo bei Daka TV. Wir spielen heute eine wunderbare Runde 2000 Punkte ITC. Eingeladen wurde ich von den Iron Gate Gamers hier in Oberhausen und zwar vom Norm. Hallo Norm. Hi, grüß dich. Oder wie man anders sagt, moin moin. Moin moin, genau. Wir spielen heute auf dieser echt coolen Dschungelplatte. Alles hier selbst gebaut. Aber nicht von mir. Nicht von dir. Und ja, letzte Woche oder es kam der Maschinenkrieg raus und wie kann man am besten so ein Buch mal zeigen, indem wir einfach Imperial Knights gegen Chaos Knights spielen. Und was wir dabei haben, das zeigen wir euch jetzt. Ich habe dabei einen Knight Kastellan, der ist mein Kriegsherr. Er hat Cold's Zorn dabei und den Warlord-Trait Kalte Auslöschung. Das bedeutet, er darf bei allen seinen Waffen die zufällige Schussanzahl haben, den Wurf wiederholen zur Bestimmung. Dann habe ich dabei einen Knight Errant, der steht hier. Der hat eine Thermalkanone dabei und hat eine Faust und einen Melter. Dann als nächstes ein Knight Crusader mit einer Gatling-Kanone und einem Schnellfeuer-Kampfgeschütz, einem Sturmspeer-Raketenmagazin und einem Melter und zu guter Letzt zwei Helverines. So Norm, das sieht aber groß und böse aus. Erzähl mal. Ja, das ist meine schöne Ritterlanze. Bestehend, fangen wir an mit meinem Kriegsherrn, das ist ein Knight Archeron. Der hat als Kriegsherrn Fähigkeit den Knight Diablos, gibt eine zusätzliche Attacke und hat als Artefakt den Schleier von Medengard, der ihm 4 plus Retter gegen Fernkampfattacken gibt. Als zweites Charaktermodell habe ich dann den Rampager eingepackt mit dem Artefakt der Faust des Aufstiegs. Vorhin dann halt den minus 1 auf den Trefferwurf bei der Faust und der hat als Kriegsherrn Fähigkeit Mordlust plus 1 auf die Bewegung, plus 1 im Vorrücken und plus 1 beim Angreifen. Als dritten Ritter habe ich dann noch dabei so einen schönen Despoiler mit zweimal der Gatling-Kanone mit 12 Schuss jeweils. Man, jetzt gehen die Ritter eher uninteressant, aber ansonsten immer ganz nett. Und ich finde die Waffen halt einfach cool gemacht. Ist zwar Custom, aber finde ich, sehen richtig geil aus. Dazu, weil das nicht ganz 2000 Punkte sind, habe ich noch ein kleines Bataillon Chaos Space Marines mit, wenig überraschend, Red Corsairs, damit ich auch ein paar Command-Punkte habe. Zwei HQs, einmal den Lord Discordant. Der hat auch noch ein zusätzliches Artefakt gekriegt. Der ist Slaanesh und hat deswegen das Intoxicating Elixir bekommen, plus eine Attacke, plus eine Stärke. Dann habe ich noch einen Chaos Sorcerer als zweites HQ dabei. Der kann völlig überraschend Warpzeit als Zauber und kann dazu zusätzlich noch Delightful Agonies. Das gibt ein 5 plus Save after Save. Dann 3x5 Chaos Space Marines, um die zusätzlichen Command-Punkte zu generieren von den Red Corsairs. Und habe dann, weil ich noch einen Hellwake mit dabei, mit Flammer natürlich. Und weil ich 20 Punkte über habe, habe ich noch so einen kleinen Chaosborn mit genommen. Wer weiß, wofür es gut ist. Das bedeutet, ich habe insgesamt jetzt noch 12 Command-Punkte über. 3 für Battleforged, 6 für die Ritterlanze, 5 fürs Bataillon, 3 für Red Corsairs zusätzlich und dann habe ich 3 Stück ausgegeben für Artefakt und die Warlord Traits und habe nochmal 2 ausgegeben, weil ich dem Knight Rampager hier, der hat vor der Schlacht noch einen Eid abgelegt und zwar ist das der Eid der Vorherrschaft, der wird nur maximal oder bestenfalls auf einem unmodifizierten Verwundungswurf von 4 plus verwundet. Böse, Jo, richtig böse. schauen wir mal. Dann suchen Na? wir uns mal ein paar Missionen aus, und dann fangen wir an. So, wir spielen heute Mission 5, das ist die wertvolle Fracht. Ich habe mir folgende Sekundärmissionen ausgesucht, und zwar einmal Oldschool, einmal Recon und einmal Big Game Hunter. Norm hat sich auch Oldschool ausgesucht, Big Game Hunter und Engineers. So, da haben wir aufgebaut. Und zwar hat der Norm den Würfel gewonnen und hat entschieden, dass er der Verteidiger ist und sich den Aufmarsch ausgesucht. Ich fange mal hier an. Hier steht mein Crusader ganz rechts. Ein Helverine, der steht am Marker.
mein Knight Errant. Ganz hier drüben steht mein zweiter Helverine am Marker. Wir haben beide keinen Marker bewegt. Dann steht hier noch mein Kastellan. Der geht dann mal gleich darüber. Hier steht eine Einheit Engineers. So ist es. Hier steht die zweite Einheit Engineers und der große Blob an Chaos-Rittern mit dem Knight Archeron ganz auf der linken Flanke. Ja, gibt keinen Wurf um das Klauen der Initiative. Deswegen auf ein schönes Spiel. Auf ein schönes Spiel. Wir sehen uns nach Bewegungsphase Zug 1. Das war eine schnelle Bewegungsphase. Mein Knight Castellan ist dank der Sturmläuferregel 11 Zoll nach vorne gegangen. Hier bin ich stehen geblieben. Hier bin ich mit meinem Knight Errant ein bisschen zurückgegangen und habe den Helverine auf den Marker bewegt, beziehungsweise am Marker bewegt und bin ein paar Schritte nach vorne gegangen. Jetzt würde ich anfangen mit der Schussphase. Und zwar hier drüben mit meinem Knight Castellan. Da schießen die Zwillingsbelagerungskanonen auf die Ingenieureinheit und alles andere schießt auf den Knight Despoiler mit den zwei Gatling-Kanonen. Das würfeln wir jetzt aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das war schon mal halb erfolgreich. Na, es war sehr erfolgreich. Colts Zorn hat überladen. Unverschämt. Ich habe 11 Schuss gewürfelt, mir auch selber eine Mortal reingedrückt, aber ich habe 21 Schadenspunkte am Knight Despoiler gemacht und jetzt schießt noch die Vulkanlanze mit W6 Schuss. 2 Schuss ist mir zu wenig. Kalte Auslöschung, 4 Schuss auf die 3, auf die 3, verwunden, zweimal mit minus 5. Zweimal auf die 5. Einer safe, einer nicht. 3W3 Schaden. Na, das sollte ausreichen. Das reicht aus. Mhm. Möchtest du gucken, ob er hochgeht? Ja. Nein. Nein. Unverschämt. Das sind jetzt meine Rüstungswürfe der Space Marines. Bei dem Ritter gerade habe ich nur Einsen und Zweien gewürfelt. Ja, und die Belagerungsbrecherkanonen safe der einfach mal alle ab mit 6. Als nächstes schießt dann mein Helverine, der sich nicht bewegt hat, auf die Chaos Space Marines. Mit 4W3 Schuss. Saftig. 9, 11 Schuss. 11 Schuss auf die 3. Verwunden auf die 3. 4-mal mit minus 1. Der erste ohne Deckung, tot. Dann habe ich 3-mal mit Deckung. Alle 3 safe mit minus 1. Und zwar schießt auch hier mein Helverine auf deine Engineer-Einheit. Mit 4W3 Schuss. Der hat sich aber bewegt, ne? Der hat sich bewegt, genau. Macht aber keinen Unterschied, weil man würfelt ja gut. 6, 8, 9. 9 Schuss auf die 4. Ui. Oh, der war arm. 2 Treffer. 2-mal auf die 3. 2 Wunden mit minus 1. 2-mal auf die 4. Einer ja, einer nein. Einer geht. Dann schießt mein Knight Errant auf den Rampager. Und zwar geht das eigentlich nur um die Thermalkanone, die in Reichweite ist. Ich habe W6 Schuss, 3 Schuss, 3-mal auf die 3, alle getroffen, Stärke 9. Auf die 4, also genau, auf die 4 verwundet. Auf die 4. Da gönne ich mir einfach mal einen Kommandopunkt. Ja, 3-mal mit minus 4. 3-mal mit minus 4. So, dem hatte ich den Retter gegeben, also die Rundschilde gedreht. Also 3-mal auf die 4 zum Safen. Einer safe, 2 nicht. Ich gebe einen Command-Punkt aus, um den zu wiederholen. Nein, natürlich nicht. Das bedeutet 2W6 Schaden. Ja, das ist nicht so viel. 4 Schadenspunkte. So, nun schießt mein Knight Crusader auch noch auf den Rampager. Ich fange mal an mit dem... Sieht der, ja, den sieht der, den, ja. 2W6 Schuss vom Schnellfeuerkampfgeschütz. 6 Stück. Sechsmal auf die 3.
auf die 4. Dreimal mit minus 2. Dreimal auf die 4. Ich habe ja immer noch die Ionenschilde gedreht. Sind zwei Stück gesaved, einer nicht. W3 Schaden. Das ist die große 3. Dann geht er runter auf 17 Punkte. 12 Schuss von der Gatling-Kanone auf die 3. Die Verwundung auf die 5, ne? Genau, Verwundungswurf auf die 5. Saftig, Norman. 5 mal minus 2. 5 mal auf die 4. Und es sind immerhin 3 Stück, die safen. Das heißt 4 Schaden nochmal rein. Gut, dann würde ich sagen, bin ich fertig. Ich filme mal so ein bisschen über die Platte. War ziemlich erfolgreich. Ich habe natürlich jetzt einen Punkt gemacht. Und zwar First Blood. Ja. Und du dürftest auch einmal Big Game Hunter haben, ne? Genau, und einmal Big Game Hunter. Genau. Und dann melden wir uns nach der Bewegungsphase vom Norm wieder, von den Chaos Knights. Bis gleich. Willkommen zurück zum Ende der Bewegungsphase von den Chaos Knights. Norm, du bist ein bisschen aggressiv. Was hast du gemacht? Ja, ich habe meine Truppen natürlich nach vorne bewegt, da meine Ritter ja doch ein bisschen nahkampflastiger sind. Der Rampager ist vorgerückt, steht relativ nah an deiner Ausstellungszone jetzt dran. Der Archeron hat sich bewegt, mein Lord Discordant hat sich bewegt, der Psyker hat sich dahinter bewegt, um gleich vielleicht nochmal mit Warp Time den noch ein bisschen näher ranzukriegen. Der ist auch vorgerückt, ne? Der genau. Ist auch vorgerückt, ganz du bist genau. Ja, Renegade darfst an Vorrücken angreifen. Red Corsair ist richtig und den Drachen habe ich jetzt hier mal da oben hingestellt. Mit dem weiß ich noch nicht so recht, was ich anfangen soll. Sieht aber auch auf jeden Fall gut aus. Das ist das. Ja, aber muss ja erstmal meine Psi-Phase machen. Ach, die Psi-Phase. Ausnahmsweise mal nicht vergessen. Der Psyker zaubert Delightful Agonies auf den Lord Discordant. Gibt ein 5 plus, Save after Save. Jawohl. Und kommt mit einer 4 natürlich nicht. Als zweite Psi-Kraft Warp Time. Kommt mit einer 4 wieder nicht. Ja, läuft. Aber ich gebe tatsächlich einen Reroll aus, um die 1 nochmal zu wiederholen. Ja, Reroll 1. Und mit einer 9 kommt Warp Time. Und damit kann der Kollege nochmal sich bewegen und kann auch nochmal vorrücken. Mhm. Ja, wobei das schon fast nicht mehr erforderlich ist, weil ich komme ja sowieso nur dann bis auf 1 Zoll da ran. Jawohl, super. Ja, Schussphase. Als erstes schießt mein Archeron mit seiner Flammenkanone auf deinen Helverine. Jawohl. 2W6 Schuss sind 11 Schuss. Saftig, 11 Schuss. 11, die ja automatisch treffen. Mit Stärke 7 auf die 4 verwunden. Dann haben wir 4, 6 Verwundungen mit minus 2. 6 mal auf die 5. Habe ich 2 gehalten, 4 gehen durch. Dann sind das 12 Punkte Schaden, das dürfte reichen. Das dürfte reichen, dann geht er hoch. Nein, dann ist der Helverine weg. Der Lord Discordant kommt, wenn er einen Flammer hat, dann soll er den auch nutzen, ne? Mit dem Flammer auf den Knight. 1W6 sind 2 Stück. 2 Schuss von dem Bellflamer. Ja, nicht keine Verwundung. Ja, dann haben wir noch den Bellflamer vom Drachen. Ja. Und der geht mal in den Knight. Jawohl, wie viel Treffer? Also ist ja nur 1W6, Entschuldigung. Aber bei 2 Einsen bleibt der eine. Verwundet nicht. Jo, das war meine Schussphase. Kommen wir zur Angriffsphase. So ist es. Als erstes machen wir mal das Kritische. Der Rampager stürmt deine Knight an. Genau, und ich gebe mal kurz Abwehrfeuer. So, die Angriffsphase ist abgeschlossen. Beide Angriffe sind erfolgreich gewesen. Erfolgreich, Komma. Und zwar, der Rampager hat den Errant angegriffen, hat 6 Schadenspunkte reingekriegt. Der Lord Discordant
hat den Crusader angegriffen, ja, und 11 Lebenspunkte verloren. Er hat noch einen. Unglaublich. Norm, wo möchtest du anfangen? Ich fange mit dem Rampager an und der hat 5 Attacken im Profil. Ich kriege eine zusätzliche Attacke, weil er weniger als die Hälfte der Lebenspunkte hat. Ich kriege eine zusätzliche Attacke für den Ikonoklasten-Hausverband und ich bekomme tatsächlich noch eine zusätzliche Attacke wegen der Kriegsherrenfähigkeit der Mordlust, weil ich mich in der gegnerischen Ausstellungszone befinde, sind dann also nach meiner Berechnung 8 Attacken. Und damit werde ich jetzt deinen Neid zerlegen. Wahrscheinlich. 8 Attacken auf die 3. Wobei ich Treffer und Verwundungswürfe wiederholen kann, weil ich mit der Faust des Aufstiegs zuschlage. 3, 8 Attacken mit der Faust des Ja, Aufstiegs. so, eine 6 gibt schon mal sie gibt 2 zusätzliche Treffer, einmal für meinen Hausverband und einmal für die Fähigkeit, die der Knight Rampager sowieso hat, nennt sich da wahnhafte Raserei. Auf welche, auf welch, was trifft er denn noch mit seinen Auf die 3. Immer Trifft er noch? noch? Ja, der hat angefangen auf die 2 zu treffen. Ach so, okay. So, die 3 darf ich wiederholen. Und da haben wir dann nochmal 3 Treffer dabei und die 6 gibt nochmal 2 zusätzliche. Mit Stärke 16 dürfte ich auf die 2 verwunden und darf wiederholen. Dann wiederholen wir die 2 mal. Und dann haben wir noch 2, 4, 6, 8, 10, 11 Verwundungen mit ja, minus 4 und 6 feste Schaden. Das dürfte nicht mehr. Dann geht mein Neid hoch. Ich hoffe jedenfalls. 6, 6, 6. Nein, die 1. Ja, dann hat der Rampager einfach mal eben den Aaron weggemacht. So ist es. Als nächstes kämpft der Lord Discordant gegen den Crusader. So, der hat 4, 5, 6 Attacken mit seiner Kettengelebe. Mit einer Stärke von 10 jetzt, weil er hat normalerweise eine Stärke von 4 plus 1 für das Intoxicating Elixier mal 2, weil er angegriffen ist. Aber zunächst mal auf die 2 plus zum Treffen. Oh, wir haben 3 zusätzliche Trefferwürfe, weil der hat ja nur das normale Chaos Space Marine Skill. Aber die treffen auch alle 3, die anderen 3 auch. Das sind also 9 Treffer, die auf die 3 verwunden. Auf die 3. Das sieht nicht so gut aus. Das sind 3, 6 Verwundungen mit minus 2. 6-mal auf die 5 Rüsten. Das sind 3 gerüstet, gehen 3 durch. Dann gibt das 6 Punkte Schaden. 6 Punkte Schaden. Dann mache ich mal als nächstes den Technovirus Injektor. Der trifft natürlich nicht mit der 1, da gebe ich einen Reroll für aus. Wieder die 1. 1 bleibt 1, so ist es. Es soll halt einfach nicht sein. Und dann hat der noch den Klingenschwanz. Da habe ich im Profil noch 3 zusätzliche Attacken mit einer Stärke von 8. Es treffen erstmal 2 und es verwunden 2. Zweimal den Klingenschwanz. Mit minus 2. Gehen beide durch. Ja, dann gibt es 2W3 Schaden. 2W3 Schaden. 3 Punkte. 3 Punkte Schaden. Der Crusader schlägt zurück mit 12 Attacken und trifft den Lord Discordant auf die 4. Das war unter Schnitt. Aber sollte für einen Lebenspunkt Auf reichen. die 3. Oh, pass auf. Da gebe ich jetzt einen Punkt aus. Ich will den weghaben. Ja. Zweimal mit minus 2. Zweimal auf die 4. Nein! Hast den Ja, Reroll schon ich habe gehabt. den Rio schon gehabt. Dann ist der Lord Discordant leider Geschichte. So, der Norm macht folgende Punkte. Natürlich Big Game Hunter und First Strike. Jo, zweimal Big Game Hunter, ne? Weil ich habe. Zweimal Big Game Hunter, genau. Und einmal First Strike. Jo. Bewegungsphase von dem Zug 2 der Imperial Knights ist abgeschlossen. Der Knight Crusader ist einfach ein bisschen vorgegangen. Er wird jetzt gleich versuchen, höchstwahrscheinlich den Rampager zu erschießen und im Nahkampf den Zauberer zu snacken.
Auf der anderen Seite des Spielfelds ist mein Helverine stehen geblieben, damit ich wenigstens einen Hold habe. Und der Knight Castellan ist ein bisschen nach vorne gegangen. Er sieht auch immer noch den Rampager und möchte sich dann im Nahkampf gleich da hinten die Chaos Space Marines verfrühstücken. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem Knight Castellan. Er schießt seine ganze Bewaffnung auf den Knight Rampager und er schießt die Zwillingsbelagerungsbrecherkanonen und die Zwillingsmelter auf die Chaosbrut. Ne, wir machen das anders. Die Zwillingsbelagerungsbrecherkanonen auf die Chaosbrut und die Melter schießen in die Chaos Space Marines. Cold Zorn überlädt diesmal nicht und ich schieße mit 2-6 Schuss auf den Rampager. Der hat 5 Schuss, da benutze ich mal die kalte Auslöschung. 6 Schuss. 6 Schuss auf die 3. Stärke 8 auf die 4. Zweimal mit minus 4 Norm. Ja, ich mache wieder die Ionenschilde. Ne? Drehen, damit ich einen auf 4 plus verbesserten Retter habe. Die Ionenschilde wurden gedreht und beide gehen durch. Das bedeutet 4 Schadenspunkte. Die Vulkanlanze hat 3 Schuss. Ha, die 3 sollte man ja nicht rerollen, ne? Nein. Mache ich auch nicht. 3 Schuss auf die 3. 2 Treffer. Stärke 14 auf die... Ja, leider nicht verwundet. Da gebe ich jetzt mal einen Punkt aus. Ich verwunde dich nicht. Gut. Schildbrecher-Rakete. Die würde auch noch in den gehen. Trifft. Verwundet mich. Super. Klasse. Melter schießen auf die Chaos Space Marines. Trifft einmal. Und er schießt ein. Die Zwillingsbelagerungsbrecherkanonen auf die Chaos Brut. 2 Schuss plus 6 Schuss sind 8. 8 Schuss auf die 3. Vielleicht erschieße ich wenigstens mal die Chaos Brut. Das sind 5 mal mit minus 1. Mal auf die 6. 5 mal auf die 6 für die Chaosbrut. Ja, zumindest 2 Stück. 3W3 Schaden. Das sind 7 Schadenspunkte. Das reicht. Auf Wiedersehen, Chaosbrut. Als nächstes schießt mein Crusader. Und zwar schießt der seine Hauptbewaffnung, seine 2 Armwaffen in den Rampager. Und genauso wie sein Sturmsperrraketenmagazin, die... Das Maschinengewehr und der Flammenwerfer gehen in die Chaos Space Marines. Und wie das ausgegangen ist, das zeigen wir euch. Der Crusader war erfolgreich und hat mit seiner Gatling-Kanone zum Schluss noch den Rampager abgeräumt. Jetzt gehe ich über in die Angriffsphase und der Crusader greift die Chaos Space Marines und den Zauberer an. Auf der anderen Seite vom Spielfeld greift mein Kastellan die Chaos Space Marines an. Und wir melden uns nach der Nahkampfphase wieder. Die Nahkampfphase ist beendet. Der Kastellan hat ordentlich losgelegt, hat den Zauberer genau punktgenau erschlagen, genauso wie die Chaos Space Marines. Auf der anderen Seite hat der Norm Befehlswiederholungswurf eingesetzt und hat tatsächlich mit einer gewürfelten 6 den Rüstungswurf nochmal wiederholt von einem Chaos Space Marine und deswegen ist einer stehen geblieben und verhindert jetzt wahrscheinlich, dass ich am Ende der Runde Hotmore habe. Total super. Ja, der Norm bewegt sich jetzt und dann sehen wir uns in Bewegungsphase Zug 2 von den Chaos Knights wieder. Hat sich bewegt und ist mit dem Knight Achaon einfach noch ein bisschen an mein Crusader rangerückt und wir überspringen die Psi-Phase mangels Psioniker und kommen in die Schussphase. Ja, als erstes schießt der Archeron mit seiner Flammenkanone in den Crusader. Das sind 7 Treffer. Mit der 7 auf die 5 zum Verwunden. Habe ich immerhin 2 Stück. 2 Verwundungen minus 2. Ich drehe die Ionenschilde, weil ich es kann. Und deswegen habe ich jetzt einen 4er Rettungswurf. Geht einer durch. 3 Punkte Schaden. So, der Heldrake da hinten. Der Heldrake macht 6 Treffer. 6 Treffer. Auch auf die 5, leider. Der schießt übrigens hier hin. Einer. Eine Wunde mit minus 2, glaube ich. Mhm, so gut. Ist es. Auf die 5. Gesaved.
Kommen wir zur Charge-Phase. Jawohl, Angriffsphase. Der Acheron charged den Crusader und der Helric charged den Helverine. Jawohl, und ich gebe mal Abwehrfeuer und wir sehen uns gleich wieder. Ich habe einen ganzen Schadenspunkt mit dem Crusader gemacht in der Angriffsphase und jetzt schlägt der Norm mit seinem Acheron zu und tötet meinen Crusader. 6 Attacken. Wollen wir es hoffen. Auf die 3, da haben wir tatsächlich nur 3 Treffer. Ich gebe einen Command-Punkt schon mal direkt aus, um eine zu wiederholen. Haben 4 und ich kriege dadurch einen zusätzlichen Treffer aufgrund meines Furchthausverbandes nach dem Psychic Awakening. Dann mit Stärke 16 auf die 2 zum Verwunden und habe 3 Verwundungen. Das ist ja sehr erfolgreich. Das bedeutet, wie viel Schaden? 3 Verwundungen, das bedeutet, das sind 18 Punkte Schaden. Mit minus 4 hast du nichts gegen, ist der Crusader kaputt. Dann ist der Crusader kaputt. Geh da hoch. Bitte. Nein. Gut, der Crusader hat es hinter sich und den Helldrake-Nahkampf da hinten, den werden wir jetzt auswürfeln und dann sehen wir uns gleich. Ende der Runde macht der Norm folgende Punkte. Ich mache einmal Big Game Hunter, einmal die Engineers hier und... halte Missionsziel, hat eine Einheit zerstört. Ja, das war's, ne? Ich halte insgesamt 2 Missionsziele, damit halte ich einen mehr als du im Moment noch. Kriege also für halte mehr ein, dafür hast du mehr Einheiten zerstört und du bekommst einen zusätzlichen Punkt für zerstöre mehr Einheiten. Klasse, bis gleich. Die Bewegungsphase, Zug 3 der Imperial Knights ist abgeschlossen. Der Helverine ist aus dem Nahkampf rausgegangen. Er ist ein Knight Castellan. Der Castellan ist einfach in die Ausstellungszone vom Gegner gegangen. Ich will gleich noch den letzten Space Marine töten. Und natürlich da hinten die Space Marine. Die Schussphase, der Castellan schießt mit den Zwillingsmeltern in den einzelnen Space Marine. Dann gebe ich noch einen Kommandopunkt aus für ein Stratagem aus dem Psychic Awakening, dass die Belagerungsbrecherkanonen plus 1 auf Verwundungswurf bekommen und die schießen hinten auf die Chaos Space Marines. Meine komplette andere Bewaffnung, also die 2 Hauptwaffen, gehen in den Knight Archeron. Fangen wir mal an mit dem Melter. 2 Zwillingsmelter auf den Space Marine. Ja, der hat es hinter sich. Die 2 Zwillingsbelagerungskanonen auf die anderen Space Marines. Wie viele Schüsse mache ich? 10 Schuss. 10 Schuss auf die 3. Verwunde ich dich auf die 2. Das sind 4 mal minus 1. Ja, genau einer gesaved, ne? 3 Stück sind weg. Supi. Ja, steht da geht. Noch einer. Toll. Die Vulkanlanze schießt auf den Achorn. Macht 3 Schuss. Auf die 3. Auf die 3. Zweimal mit minus ganz viel. Zweimal auf die 4, weil er hat ja das Artefakt, den Schleier, der ihm immer einen 4er Retter gibt gegen Fernkampfattacken. Einer kommt durch, einer nicht. Was macht der nochmal für Schaden? 3W3 Schaden. 3W3 Schaden, dann gebe ich einen Command-Punkt aus. Und der zweite ist auch safe. Gut, dann überhitzt noch Kolz Zorn. Mit 4 Schuss. Da darf ich den Würfelwurf wiederholen. Das heißt, ich benutze 2, um mit der kalten Auslöschung meinen Wurf zu wiederholen. 6 Schuss. Besser. Auf die 3. Auf die 3. Da gebe ich jetzt mal einen Punkt aus. Ne, zweimal mit minus 4. Also zweimal auf die 4, beide safe. Beide safe. Sehr schön. Dann hat der Castellan nichts gemacht. Und ich würde sagen, der Helverine darf nicht schießen. Er hat sich aus dem Nahkampf zurückgezogen. Dann mache ich einen Punkt, weil ich eine Einheit vernichtet habe und ein Missionsziel halte. Bewegungsphase Zug 3 der Chaos Knights bzw. Chaos Suppe ist abgeschlossen. Der Norm ist hier mit dem Acheron rübergekommen, damit ich nicht Holdmore habe. Der Drache hat sich unwesentlich bewegt und jetzt wird geschossen.
Ihr schweres Zwillingsbolter vom Archeron in deinen Elverin. Das sind 3 Treffer. Auf die 5 zum Verwunden. Naja, immerhin 2 Verwundungen. Ne? 2 Wunden, minus 1. Auf die 4. Beide gehen durch. Der Flammer vom Drachen. Bellflamer, ein Schuss. Ja, schön. Keine Verwundung. Keine Wunde. Der Heldrake greift jetzt den Helverin an und wir melden eine 3. Macht der Norm folgende Punkte. Er zerstört nicht mehr als ich. Er zerstört keine Einheit. Ich zerstöre überhaupt keine, ja. Genau, richtig. Du hältst einen Punkt. Ich halte 2 Missionszielmarker. 2 Marker, genau. Gleich. Ich kriege einmal Engineers für die Chaos Space Marine da hinten als Sekundärziel. Ja, aber du hast zerstört, du hältst, hast mehr zerstört dadurch. Es ist bei den primären Missionszielen 3-1 für dich diese Runde. Genau, und jetzt kommt meine 4. Runde. Ende der Runde 4. Der Kastellan hat geschossen, der war das einzige Modell, was noch was machen konnte. Der hat nochmal einen Punkt ausgegeben, dass er da hinten die Space Marines mit seinen Belagerungsbrecherkanonen um 1 besser verwundet. Das hat er auch dann solide weggemacht. Und er hat den Heldrake punktgenau getötet. Das bedeutet, ich habe Kill und Hold. Und nochmal einen Big Game Hunter Punkt gemacht. Jetzt hat der Norm noch ein Modell und wir bewegen uns gleich. Bewegungsphase ist abgeschlossen. Der Norben ist heroisch nach vorne gegangen, hat den Marker zurückgelassen und will jetzt meinen Helverin flamern. 2W6. 2W6 Treffer. 8 Stück. Das nehmen wir. Ja, wobei ich die 2 tatsächlich reroll. Ja, bleibt bei 8. Man soll nicht zu gierig sein. Das sind 3W6 Verwundungen. 6 Wunden. Mit minus 2. Ich drehe mal, ich habe noch 2 Punkte, ich drehe die Ionenschilde. Dann habe ich einen 4er Retter. Das hat sich ja total gelohnt. Ja, 12 Punkte Schaden. 12 Punkte Schaden. Ob er explodiert. Nö. So, dann ist das schon das Ende der Runde. Der Norm hat einen Kill gemacht, hält keinen Marker. Ich töte mehr und halte mehr. Nee, halten tue ich. Du hältst einen, ich halte keinen. Genau. Ist 4-1, aber ich habe das 4. Mal Big Game Hunter und. Eine 5. kommt jetzt gleich. So, die Bewegungsphase ist beendet. Der Kastellan, der hat nochmal kurz seine Ausstellungszone verlassen, damit er den Archeron sieht. Archeron, Archeron war jemand anders. Ja. So, Schussphase würde ich sagen, und zwar schießt alles auf den Archeron. Wir fangen mal an mit der Vulkanlanze. 2 Schuss, das rerolle ich durch kalte Auslöschung. 3 Schuss. Auf die 3. Oh, 14. Auf die 3 ist eine Verwundung. Eine Verwundung. Auf die 4. Einmal retten. Safe. Dann schießt der überhitzte Karls Zorn mit 8 Schuss. Würfel ich nochmal. 12 Schuss. 12 Schuss auf die 3. Oh, schön viel Einsen dabei. 3 Mortals für mich. Stärke 9 auf die 3. Das sind 6 Wunden mit minus 4. 3. 6 mal auf die 4. Ja, statistisch. Ich gebe nochmal ein CP aus. Ja, und habe die 4. gesaved. Das sind 6 Schadenspunkte für den Archeron. 6 Schadenspunkte für den Archeron. Dann schießen noch die Belagerungsbrecherkanonen. Wie viel Schuss habe ich denn? 6, 7, 8. 6 8. Punkte Schaden waren das gerade? 8 Schuss auf die 3. Verwunden tue ich dich auf die 5. Ein Schadenspunkt mit, beziehungsweise eine Wunde mit minus 1. Auf die 4. Safe. Safe. Gut. Dann ist die Runde auch schon vorbei. Ich halte ein und töte nichts. Bis gleich. Die 5. Runde vom Norman, die ging ganz schnell. Er ist mit dem Archeron hier rübergerannt und hat noch mit dem schweren Bolter einen Lebenspunkt beim Kastellan gemacht.
Den habe ich aber gesaved und er hält einen Punkt. Das hat er gemacht in der Runde und jetzt kommt meine letzte Runde, die haben wir jetzt schnell ausgewürfelt. Der Kastellan hat alles, was er hatte, geschossen auf den Archon und hat ihn auf 4 Lebenspunkte runtergeschossen. Damit mache ich nur ein Hold. Und jetzt kommt sofort live die letzte Runde von Norm und er rückt vor mit dem Archeron. Chaos! 2 Zoll. Ja, das reicht nicht. Er ist im letzten Bracket. Brauche ich mich nicht mehr bewegen. Dann bleibt er da stehen und ich mache noch einen. Genau. Hier war ein letzter Versuch, um vielleicht doch noch in Angriffsreichweite oder in Charge-Reichweite zu kommen. Ist aber leider nicht gelungen. Ja, die zwei Giganten haben sich nochmal zum Schluss ein bisschen duelliert. Jeder macht einen Hold und wir kommen dann, würde ich mal sagen, zur Nachbesprechung. Ja, Norm, die Schlacht ist geschlagen, wir haben die Punkte verzählt. Sag doch mal, wie es ausgegangen ist. Ja, letzten Endes ist es ausgegangen 20 zu 18. Für dich knapper Sieg. Darauf zurückzuführen, dass du in der mittleren Spielphase Schlachtrunde 3 und 4 halt deutlich mehr Primärmissionsziele erreicht hast als ich. Genau, Secondaries war ich gar nicht so gut, da habe ich 6 Punkte gemacht. Ich wusste, dass Regan Quatsch ist, aber das andere, was ich hier noch hätte machen können, wäre King of the Hill gewesen. Leider haben wir einen Riesenhügel in der Mitte gehabt, der total cool aussieht, aber leider von meinen Knights nicht betreten werden darf. Ja, Einheiten des Spiels. Du darfst anfangen. Ja, bei dir sicher klar, der Kastellan, gerade mit dem W6, mit diesem, wie heißt der, kalter Zorn oder? Kalte Auslöschung. Oder kalte Auslöschung finde ich super, dass du die W6 neu würfeln darfst bei dem. Der hat ja massig Waffen. Das ist ein Wahnsinns-Warlord-Trade. Ich habe, also wenn es was Gutes ist, was die Knights aus Psychic Awakening bekommen haben, dann kann man auf jeden Fall sagen, kalte Auslöschung dieser Warlord-Trade für Mechanicus ist der Hammer. Ich bin da mit einem riesen Gamble eingegangen, weil ich habe nicht den Meister des Ionenschilds genommen, was eigentlich ein Autotake ist für den Kastellan. Normal schon, wobei ich finde, so viel Würfe, wie du auch jetzt wiederholt hast heute, weiß ich gar nicht, ob das nicht die bessere Wahl war in der Nachbetrachtung. Ich würde sagen, damit man, das ist jetzt die offensive Variante. Es gibt dann quasi die passive mit dem Ionenschild, die offensive mit der kalten Auslöschung. Hat es einfach gebracht in dem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Glaube ich auch. Leider wurden die Chaos Knights zumindest auf den ersten Blick, also ich muss dazu sagen, ich habe das Maschinenkriegbuch gestern erst geliefert bekommen und deswegen erst einmal so ein bisschen reingucken können, aber auf den ersten Blick sind die Chaos Knights da leider etwas lieblos behandelt worden und haben nicht so tolle Optionen wie die Imperialen. Muss man mal gucken, ob sich, wenn man dann zweiten Blick und dritten Blick wagt, ob sich da noch andere Konstellationen ergeben. Ansonsten war es vorhin natürlich schon heftig, dass du mir den Disco Lord im Abwehrfeuer von 12 auf einen Lebenspunkt runterschießt und dann direkt im Nahkampf rausnimmst. Ja. Zerstört halt so ein bisschen mein Konzept. Ich hatte eine Runde, wo du die beiden Hauptangriffe gefahren bist, habe ich exzellentes Abwehrfeuer gegeben. Der Rampager, der hat auch viele Wunden verloren. Der hat auch schon verloren, richtig. Der Disco Lord, überleg mal, 11 von 12 Wunden im Abwehrfeuer verloren. Tat schon weh. Den Rest im Nahkampf, das ist schon echt heftig. Ja, und dann muss man natürlich sagen, meine Liste, gut, die war jetzt schön. Ich hatte mir gedacht, ich nehme ein Bataillon Chaos Space Marines mit, um Command-Punkte zu generieren, damit ich was für die Ritter habe. Auf der anderen Seite sind natürlich die Chaos Space Marines für eine gegnerische Ritterlanze nichts anderes als Kanonenfutter, ne? Ja. Du hast immerhin damit noch Engineers-Punkte gemacht, darfst du nicht vergessen. Immerhin zweimal, ja. Du hast auch zweimal einen Revol benutzt, damit entweder ein Space Marine stehen bleibt und noch einen Punkt sichert, oder du hast sogar einmal einen Moralwert-Test wiederholt, damit er noch stehen bleibt. Waren alles sehr, sehr gute Schachzüge. Haben dir noch Punkte gesichert und hat es im Endeffekt das Spiel nochmal spannend gemacht. Ja, war ein schönes Spiel. Ja, das war ein richtig cooles Spiel. Ich würde sagen, zum Ende der 8. Edition nochmal so einen rauszuhauen, macht auch richtig Bock. Ja, macht auch nach wie vor Freude. Schauen wir mal, was die 9. Edition so bringt. Genau, würde ich mal sagen. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, vielen Dank für das ganze coole Feedback und für die ganzen Abos, die ihr da gelassen habt.
bitte weiter so. Wir bemühen uns einfach auch immer, die Battle Reports besser zu machen. Und liken, teilen und empfehlt uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.